Und willkommen zu einer neuen Folge von Let's Play FDBs Light Together. Und wieder mal sind nur wir beide Spacken hier, weil die anderen Leute kenne ich noch gar nicht. Genau, die sind irgendwie seriös nie verschwunden. Da. Sind irgendwie nie da, komischerweise. Und ich werde jetzt. Na gut, so viel Essen habe ich gar nicht mit. Ich werde. Oh, das Ding geht ja beim Sand ab wie Luzifer. Nicht wahr? Ich glaube, das Ding ging sehr schnell gerade. Wie war die Regel? 500 Meter mindestens vom der Dings weit wegbauen. Das musst du dann aber irgendwie wieder mit Dreck zufüllen, sonst merkt man das ja noch. Ich habe auch noch so viel Dreck rumfliegen. Also boah, dieses. Kümmere mich jetzt erstmal darum, dass ich. Skelett, ey. Ein Häusle hab. Aber für ein Häusle bräuchte ich erstmal ein Furnace. Und deswegen habe ich mir gedacht, es wird mal Zeit für dich, dass wir mal deine Elektronik aufpimpen. Pimp my Elektronik jetzt mit FTB Light. So. Ah, oh, super. Ich hatte 3 Pfeiler, einen habe ich daneben geschossen, 2 habe ich getroffen. So, Skelett ist tot. Mit der Hau wurde es erschlagen. Was für eine Bitch. So. So, gut. Dann mache ich hier einfach mal ein auf den. Gut, also ich begebe mich jetzt mal zu dir und fange mal an, bei dir ein bisschen rumzuwerkeln. Ey, habe ich dir das erlaubt? Dafür braucht man keine Erlaubnis, wenn man der Typ ist, der für die Elektronik sorgt. Du brauchst ja dafür nicht sorgen, ich mache das schon. Das Problem ist, ich brauche das nun mal ein bisschen früher. Bisschen flott, flott. Warte! So. Junge, geh von meinen Maschinen weg. Kann's rausgehen und Lava holen. So, also, ja gut, dann baue ich mir eben hier meine Maschinen zusammen. Ich möchte aber gerne meinen Bohrer wieder haben. Wir haben eh keine Energie. Ich möchte gerne meinen Bohrer wieder haben. Was verbraucht gerade Energie? Das Aufladen meines Jetpacks. Boah, Alter, dein Ernst. Na, ich hab nichts aufgeladen. So, wir haben keine Energie mehr. Ich kann ein bisschen Energie spendieren, die ich dir vorher geklaut habe, aus meinem Badpack in das Badpack. Finde ich super. Ups. Jetzt lädt er sein Jetpack auch noch auf, oder was? Badpack heißt das. Ja, Badpack. Außerdem siehst du, ich tue gerade Energie reinhauen. Um es dann wieder rauszuhauen. Hier ist dein Bohrer auf jeden Fall. Mhm. Hier sind 12 Eimer, du bist für die nächste Rutsche verantwortlich. Deswegen lade ich auch mein Jetpack auf. Ich mache jetzt einfach mal ganz einfach einen auf den hier gleich. Sekunde. Oh, nee, ich kann doch nur 12 Eimer mitnehmen. So, jetzt kann ich auch 14 Eimer mitnehmen. Oh. Das sind 2 mehr, du hier, ne? Und wieso hast du da ein Erzkind platziert? Vor allem, mich ein Creeper verfolgt hat und das war das Einzige, was ich gerade so in der Ecke in der Hand hatte. Ach ja, der Creeper ist in dein Haus gesprungen. Wo reingesprungen? In dein Haus. Das war ein Scherz. Also. Stirb, Zombie. Oh, hier ist noch mehr Rubber. Wunderbar. Skelett. Lol, die Lava ist weg. Nicht. Alter, wo ist denn hier der Slime da unten? Ey. Geht er dir auf den Sack? Irgendwie so ein bisschen schon. Ich habe den schon die ganze Zeit gesucht gerade.
So. Ganze Zeit irgendwie gerade gesucht. Ja, also meine Logik ist heute richtig gut. So. Richtig, aber richtig, richtig. Nein. Erstmal was futtern. Da ging ein Eimer flöten. Nein, ein Eimer ging flöten. Boah, ey. Ja, wieso hast du auch ein Zinnohr ja jetzt in meinem Inventar gepackt? Hätte ich ja nicht abbauen müssen. Ja, die Betonung auf hätte nicht. Ich lass die Zinnohr jetzt da liegen, neben dem Lava-Zeug. Boah, ey. Ich levelst du jetzt Lava oder Zinn? Zinn wäre auch wichtig. Ach, kann er sich nicht entscheiden. Na gut, nehme ich dann auch halt mit. Da habe ich eben einen Eimer verloren. So. Hui. Gut, da kann ich jetzt gerade nichts machen. Ich bräuchte eventuell mal den Induktion. Induction Furnace. Genau, dafür brauche ich Kopper. Wird doch mal Zeit, dass du den baust, also wirklich. Mach mal hin hier, ey. Also echt jetzt mal, ne, also. Electric Furnace. Okay, gut. Wir brauchen Zeugs. Und auch mehr Zeugs. Und Zeugs. Wir brauchen schon mal einen Ofen. Dann brauchen wir. Haben wir hier nicht. Haben wir hier auch nicht in der Kiste rumfliegen. Hier auch nicht. Haben wir es in der Kiste? Ja, in der Kiste haben wir es. Dann wollen wir mal bauen. Als erstes, was ich brauche, so. Ist eine Bad Box. Eine Bad Box. Ne? Was willst du jetzt machen? Mein elektrisches Ding zum Ausstatten von meinem Hausgerät. Achso. Ja. Gut zu wissen. Finger weg von meinen Sachen. Du hast gar nicht. So. Ich mach doch gar nicht mit deinen, nichts mit deinen Sachen. Überhaupt nicht, ich doch nicht. Was willst du? Kopper. Ich komm mal wieder, ich hol mein Zinn und pack's da rein. Redstone noch. Man sollte nicht Gummibärchen fressen, während man aufnimmt. Der ja, sollte man nicht. Also wirklich, Jan, das geht doch gar nicht. Also echt nur, ne? Also, böser ja. Junge. So, was brauche ich jetzt? Ja, das ein Electric Circ. Refined Iron habe ich hier noch. So, Refined Iron, Redstone. Copper Cable. Haben wir das Ding. Copper Cable. So, ja. Neuer Hit von Jan. Electric Furnace haben wir jetzt schon mal. Jetzt brauchen wir denn noch den Advanced Machine Block. So. Och nein, ich hasse diese Metalle, ey. Also schnelles Crafting geht hier nicht. Ja, merke ich schon. Refined Iron, Bronze auch noch, ey. Komm, fickt euch doch. Gut, ich habe schon eine Bad Box. Jetzt brauche ich mir eine Solarzelle. Könntest du eventuell, bevor du das machst, zweimal Advanced Alloy herstellen? Bitte? Ich habe nicht die Metalle dafür. Du darfst sie dir aus meinen Kisten, das, was du brauchst. Also erstmal brauche ich den Kupfer. Also, warte. Bronze kann ich dir herstellen. Weißt du auch selber, wie es geht, aber egal. Da so, haben wir ja schon mal zwei Stück Bronze, ne? Da haben wir schon mal Zinn. Dafür brauchen wir drei Stück. Jetzt brauche ich noch ein Stück Bronze. Und deine Eisen, da kann man uns auch drei Stück davon. Da steckt man dann in den Ofen rein, mit meinem Zeugs. Wo ist deine Kohle? Keine Kohle. Dann nehmen wir uns jetzt mal eine Kohle hier raus und stoppt die Kohle da zurück, schmeißt es da rein, tun da Eisen reinhauen. Ist doch Kohle drinne überall. Nö. Doch. In keinem der Öfen ist Kohle drin. Ah, jetzt. Endlich.
Ausweichlern. Oh, echt mal. Was denkst du dir eigentlich? Also du stellst das Advanced Alloy jetzt her? Wenn du mir noch ein Bronzestück hergeben willst, wie du es wolltest. Gut, warte, hast du gerade noch... Zwei. Du hast zwei, ne? Mhm. Oh Mann, falsches angeklickt. Okay, ich stell's dir ja schon her jetzt. Also. Nein, brauchst du ja nicht, mach ich ja schon. Gut. Ich brauch nur... Ich weiß nicht, geht das auch mit Ingots Bronze herstellen oder ja, muss man dafür das nehmen? Ja, geht auch mit nehmen. Ingots. Okay, hast du denn kurz mal ein Tin Ingot? Müsste ich jetzt aber das in den Kisten finden. Hier liegt eins. Auf dem Boden. Direkt neben mir. So lange, wie du brauchst. Da drüben. Du, egal, ich hab mir jetzt gerade schon genommen. Nö, geht irgendwie nicht. Ach doch, so, Bronze-Ingots. Ja. Hier hast du vier Stück. Und mein Zinn bitte wieder. Du, wie viel waren das denn? Drei. Bitte. Das steckt man jetzt in den Kompressor rein. In den Kompressor rein. So, Induction Smelter. Ja. Ah, dann muss ich ja zwei Carbon Plates von mir nehmen. Oh Mann. Das ist jetzt so eine harte Entscheidung, die da wegzunehmen. Ja. So, jetzt ist dann die Frage, wo schließe ich das Ding noch an, ey? Hast du noch ein bisschen Sand übrig? Ja, habe ich. Ich bräuchte gleich, ich sag's dir. So, 8x3, 3x8, das wissen alle, das ist 24. Ich bräuchte 24 Glas, bitte. Ja, warte, bis wir den Dings fertig haben, am besten. Den Induction Furnace, weil dann geht's schneller. Was brauchst du noch? Ich brauche jetzt nur noch das Advanced Alloy, meine ich. Achso. Ja, das ist gerade im Kompressor drin. Ah, sind drinne. Hab's rausgenommen. Passt. Opa, da. Oh, jetzt. Wieso will das? Weißt du, dass es aber erst dauert, bis es sich auflädt? Ja, klar, aber trotzdem. Ah, ich muss ja auch das Ding erstmal fertigstellen. Ich trottel. So, zack. So, so. Induction Furnace. So, hüpp. 16. Haben wir hier oben jetzt, der hat Energie. Und dann brauchen wir ja noch einen Hebel für den, ne? Hä? War das nicht so? Ja, braucht man. Ein Redstone-Signal halt. Schmeiß mir mal kurz einen Kobbel zu, bitte. Problem ist, ich hab keins. Dann hol einen aus der Kiste. Okay, aus der Kiste geholt. So, wenn ich mich jetzt umdrehe, wie viele Löcher sehe ich? Keins, siehst du? Nee, ich will nur sagen, aber verbunden hast du's, oder? Ja, verbunden habe ich's. This looks very nice. Komm, ich hau mal kurz, sagen wir mal... 16 plus... So. Ja, machen wir nur so. Nur die Energie geht nun halt mal auch relativ schnell flöten, ne? Ja, rechne mal 3x8, ne? Das ist wieder 24. Richtig. 24 plus 16 sind 40, oder? Ne? Ja, 40. Sind 23. Wohl? So. Ja, 40. Da haben wir jetzt Kohle. Das sind 23. Oh. Solar. Wir haben noch circa 3 Minuten Zeit. Gut.
So, warte, oder? Warte. 10, 14, ja, noch circa 3 Minuten. Electronic Circuit könnte ich mir gerade einherstellen. Erstmal deine Bronzebahn zurückgeben. Achso, hättest du aber auch behalten können. Kann jeder irgendwann mal gebrauchen. So, Electronic Circuit. Wie viel? 2. Generator. Refined Iron. Ich will nur sagen, es ist Refined Iron im Eisenofen, das ist meins. Ich glaube, deine Energie ist not very knapp. Ja, kann gut möglich sein, dass es wieder knapp wird. Na, es ist bloß im Ofen knapp, aber in der Batteriebox ist alles drin. Das Ding ist ja eigentlich mit der Batteriebox verbunden. 8 Batterien brauche ich. Und bin ich auch gleich, bin ich auch am Herstellen jetzt so. Mir fehlen ein bisschen Zinn. Aber das habe ich da, das muss ich bloß schmelzen. Ich stelle mir gerade Refined Iron her. Mhm. Wo denn? Minium Stone. Ah, lol. Cheater. Wieso Cheater? Geht einfach viel schneller. Ja. Ich kann mir ja 24 Glas rausnehmen, ne? Ja. So, Eisenofen. Ups. Ich hab den Rest. Ich wollte gerade sagen, da waren aber definitiv mehr als nur die paar Dings drinne. Ja, beschwer dich nicht. Oh Gott, ich weiß noch auf dem anderen Server, wie ich auch versucht habe, so scheiß Solarpanel herzustellen. Oh ja, das war lange. Jetzt haben wir nicht mal diese schönen Kraftmechaniken. Ja. Von wegen Rechts-Links-Klick fertig. So, zack. Eisenofen. Generator. Ja, ich habe 7 Batterien. Fehlt nur noch eine. Du hast 7 RE-Batterien. Ja. Lol. Jetzt gleich habe ich sogar 8. Ich habe gleich die erste den ersten Solarpanel. Und da ist er. Und den klatsche ich. Kann ich ja nicht hier unten hin klatschen. Nein. So ein Mist. Müssen wir mal kurz nach oben gehen. Aber auch nur Traut ganz kurz. Gucken. Es ist frei von Zombies. Vergiss nicht, den darfst du auch nicht nur mal abbauen. Den musst du gleich dann auch mit einer Wrench. Guck ich gleich mal. Also ja, aufpassen, ne? Ja. Und jetzt ab schnell zurück. Und wir sind in Sicherheit. Ich nehme deswegen immer die Flugroute. So, da war er nicht. Da ist er. So, zack. Genau, was ich dann auch noch ganz schnell empfehlen würde. Ja, nicht mehr als 2 solcher Low-Voltage-Teile anschließen. Sonst kracht's. Welche, was meinst du jetzt genau? Von diesen Solarpaneln. Ja. Nicht mehr als 2 anschließen, sonst kracht's. Meinst du mit den Maschinen jetzt so? Ja, passt schon. Wir haben keine Energie mehr. Ich brauche ein bisschen Cobblestone. Ich gehe mal kurz in die Mine. So. Gut, wir beenden dann jetzt die Folge. Gleich. Nein, jetzt. Wir müssen, weil sonst ziehen wir wieder über. Wir haben dann gleich genau 20 Minuten. Okay, ich sage jetzt schon mal auf Wiedersehen und bis zum nächsten Mal. Ich bin jetzt raus und ich weiß ja nicht, ob du noch weiter aufnehmen willst. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao. Für die Leute, die bei Jan zuschauen. Genau. Meine Leute dürfen noch sehen, wie ich einen Ofen crafte.
Ah, einen Ofen gemacht. Jetzt noch ganz episch zeigen, wie ich Eisenofen crafte. Noch ganz schnell so. Klick. Klick. Und klick. So, jetzt habe ich alle 8 Eisenofen. Und will jetzt mal sagen, vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Wenn es heißt, Let's Play FTB Lite. Ciao.